So, nach einigen Nachfragen und Anregungen, ich möchte doch mal bitte den Unimog von außen zeigen, führe ich ihn euch mal von außen vor. Oben haben wir eine Reling aufgebaut, wo der Ersatzreifen drauf liegt und zwei Kisten mit dem großen Werkzeug, was ich hoffentlich nicht zu oft brauchen werde. Die Gitter, die Fenster haben wir mit Vogelgitter zugemacht. Scheinwerfer auch, weil ich ja viel Schotterpiste fahre und da auch mal Steine rumfliegen, habe ich keine Lust auf eine kaputte Windschutzscheibe. Da ist der Kran aufgebaut. Danke Firma Manich nochmal für die Idee. An der Seite habe ich zwei Sandbleche, die ich hoffentlich auch nicht brauchen werde. Hier drunter sind die Batterien für ja, alles, was mit Fahren zu tun hat, Beleuchtung für das Führerhaus und so weiter. Dann kommt der 60 Liter Tank. Hier hinten sehen wir die Abwassertanks. Einmal und zweimal. Die Leiter wird draußen an der Seite dann aufgehangen. Hier in dem Staufach ist die Elektrik untergebracht mit der Solarbatterie. Ja, was ich so an Kleinkram brauche. Die Weinflasche ist leer. Da ist der 200 Liter Wassertank. Füllstand. Ja, jetzt sind noch 40 Liter drin. Also ich werde heute auffüllen müssen. So, jetzt sehen wir mal zur anderen Seite. Ich zeige euch, wie da aussieht. Als ich den Unimog geholt habe, war er postgelb, was mir aber nicht gefallen hat. Deshalb habe ich auf der einen Seite NATO-Flecktarn gemacht und auf der anderen Seite Wüstentarnfarbe, je nachdem wie ich stehe. Also er ist auch wirklich ja, ziemlich gut getarnt, je nach Gelände. So, jetzt mal hier hinten drin. Da haben wir ein Staufach. Hier sind zwei Planen drin, immer oben für die Wohnkabine und immer vorne für die Reling. Die Plane für die Wohnkabine habe ich mir so bauen lassen, dass ich so an der Seite einhängen kann in die Ösen. Und mit zwei Ständer, dann habe ich ein kleines Vordach, wenn ich weiter stehe. Dann habe ich hier noch ein Angelzeug drin. Andere Seite. Moment, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Andere Seite. Sieht es dann so aus, mit Werkzeug, ja, oben ist ein Tisch drin, ein Campingtisch für draußen, zwei Stühle, ich habe noch Außensteckdosen, andere Seite, ich vergessen zu sagen, habe ich noch eine Außendusche mit dran, allerdings nur mit Kaltwasser. Ja, das wäre eigentlich der Unimog von außen.